Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank, Autor des Buches Speed Learning, die Erfolgstechnik und Inhaber der Speed Learning Academy. Und solange in Deutschland wegen des Coronavirus die Schulen geschlossen sind, gibt es jetzt jeden Tag, Montag bis Freitag, eine Podcast-Folge. Sonntags dann nochmal etwas Normales, um mal wieder auf andere Gedanken zu kommen. Und wir starten gleich mit dem nächsten Thema heute, nämlich das Thema Fremdsprachen. Ja, hallo, guten Morgen. Heute ist Montag und es ist offiziell, die Schulen sind geschlossen. Tja, wer es noch nicht mitbekommen hat, war entweder die letzten Jahre in einem Erdloch auf den Lofoten oder schaut nicht regelmäßig ins Internet bzw. auf die Homepage der Schule. Übrigens hat man es in den Nachrichten auch gehört und ich glaube selbst in den Nachrichtensendern, die normalerweise versuchen, schlechte Nachrichten zu vermeiden. Wie dem auch sei, heute geht's los. Ich habe euch gestern in einem Video gesagt, schaut, dass eure Kinder dem normalen Rhythmus folgen. Das heißt, steht auf, so wie zur regulären Schulzeit. Wenn ihr wollt, geht sogar kurz den Schulweg gemeinsam, damit ihr ein bisschen an die frische Luft kommt. Ist nämlich auch gut gegen Viren. Das verrät euch im Moment nur gerade keiner. Alle denken, man muss zu Hause im eigenen Kämmerlein bleiben. Schaut, dass ihr so viel wie möglich an die frische Luft geht, in den Garten, auf den Balkon. Wenn ihr euch nicht traut, einen Schritt raus aufs Feld zu gehen. Es geht ja nicht darum, dass man komplett isoliert ist, sondern dass man zunächst mal ausreichend Abstand hat zu Menschen, die man anstecken könnte oder von denen man angesteckt werden könnte. Aber immer schön realistisch bleiben. Wie dem auch sei, frische Luft tut gut, also Fenster auf und los geht es. Heute möchte ich euch etwas zum Thema Fremdsprachen sagen. Gestern habe ich euch erklärt, wie ihr verschiedene Orte im Raum definieren könnt in eurer Wohnung, um den Kindern das Lernen zu erleichtern. Heute geht es um das Thema Fremdsprachenlernen. Denn Fremdsprachen und Mathematik sind meistens die beiden großen Problemfächer. Wenn es in einem dieser beiden Fächer irgendwann mal nicht so klappt, dann klappt es meistens die ganze Schulzeit über nicht. Das liegt einfach daran, dass man das Wissen aus den vorherigen Klassenstufen braucht, um natürlich entsprechend das, was neu kommt in den nächsten Klassen, auch zu können. Wenn ich die Grundrechenarten in Mathematik nicht beherrsche, dann bringt mir später auch beim Bruchrechnen das einfach viele Probleme. Und wenn ich die Vokabeln oder die Basisgrammatik einer Fremdsprache wie Englisch, Französisch, Latein, Spanisch, Russisch oder was es sonst so an den Schulen noch an Unterrichtsfächern im Bereich der Fremdsprachen gibt, dann habe ich natürlich auch das Grundvokabular nicht. Also die Frage, wie lerne ich eine Sprache vernünftig? Und vor allem, wie kann ich als Elternteil meinem Kind helfen, wenn ich die Sprache vielleicht selbst gar nicht spreche? Dazu gibt es heute ein paar Tipps. Konzentriert euch, wie gesagt, heute komplett nur auf ein Fach. Geht dieses Fach intensiv durch. Die Schulen haben mir bestätigt, dass sie per E-Mail Aufgaben an die Schüler rausschicken. In der Annahme, dass man natürlich genug motivierte Schüler hat, die das zu Hause dann auch umsetzen und nicht anfangen, irgendwie Fortnite oder irgendwelche anderen Dinge zu spielen oder die ganze Zeit TikTok-Videos zum Coronavirus hochzuladen. Nehmt da ein bisschen die Führung in die Hand, egal wie alt eure Kids sind, und macht ihnen einfach klar, dass jetzt eine große Chance ist. Nämlich die Chance, möglichst schnell und möglichst effektiv und möglichst viel Wissen, das man in der Schule braucht, sich anzueignen, aber natürlich auch anderes Wissen. Also macht quasi einen Stundenplan, 20 Minuten intensiv. Also das, was ich im letzten Video schon gesagt habe. Für alle, die das hier über meinen Podcast hören, ist es natürlich die letzte Podcast-Folge gewesen. Der Text, also die Audiodatei, ist identisch. Hier bei YouTube, bei Facebook oder entsprechend auf meinem Podcast. Also, Fremdsprachen. Fremdsprachen lernt man ja nun in der Schule ein bisschen anders, als man es tut, wenn man die Sprache für sich selbst lernt. Wenn ich zum Beispiel eine neue Sprache lerne, dann gibt es ein paar Formulierungen, die ich erstmal als Basis haben möchte. Zum Beispiel, hallo, mein Name ist Sven Frank und ich bin Speed Learning Coach.
Hello, my name is Sven Frank and I'm a speed learning coach. Bonjour, je m'appelle Sven Frank et je suis professeur de speed learning. Buongiorno, mi chiamo Sven Frank e sono insegnante di speed learning. Assalamu alaikum, mein Name ist Sven wa ana mudarris speed learning. Dzień dobry, nazywam się Sven Frank i jestem nauczycielem speed learning. Yo napot Frank Sven Hifnak, esh speed learning tanitok. Buenos dias, me llamo Sven Frank e soy professor de speed learning. Hey, ja, hätte Sven, oh ja, er ist Speedlearning-Lehrer. Solche Dinge lernt man in der Schule nicht. Man lernt nicht, wie man Sprachen allgemein lernt, sondern man lernt eine gezielte Sprache. Das ist etwas, was ich schon mal ein bisschen unpraktisch finde, weil wir ja im Musikunterricht auch nicht nur Klavier spielen lernen oder nur Gitarre spielen lernen. Ich fände es viel harmonischer oder schöner oder leichter für die Kids, wenn man ihnen beibringen würde, wie man Sprachen allgemein lernt. Und dazu möchte ich einfach in den Videos hier auch ein bisschen Tipps geben. Immer so ein bisschen aufbereitet, am Beispiel Englisch, Französisch, Latein, weil das, glaube ich, die Hauptsprachen sind, um die es in den deutschen Schulen geht. Aber grundsätzlich natürlich lernt ein Schüler in der Schule die Sprache linguistisch, also sprachwissenschaftlich, und er lernt die Sprache so, dass er die Fragen der Schüler, die Fragen der Lehrer beantworten kann. Und weniger, um draußen wirklich in der freien Wildbahn aktiv kommunizieren zu können. Und das zieht sich meistens durch bis hoch ins Business. Jeder, der schon mal einen Sprachkurs nach der Schule besucht hat, weiß, wovon ich rede. Okay, in diesem Sinne, das Erste, was ihr tun solltet, ist, ich habe hier mal was vorbereitet, kann man das sehen, ist jetzt spiegelverkehrt wegen der Webcam, aber das ist ein Französischkurs, ein ziemlich alter, La France en direct, das wäre jetzt ein Kurs für die 10. Klassen. Spielt aber überhaupt keine Rolle, für welche Klassenstufe ihr Fremdsprachentraining durchführen müsst, welche Klasse euer Kind besucht. Es geht einfach darum, nehmt das Buch und als allererstes gibt es meistens hier vorne im Anfangsbereich, hier jetzt noch nicht, weil dieses Lehrbuch von 1976 ist, also schon ein bisschen älter, habe ich geschenkt bekommen, weil ich wissen möchte, wie man früher gelernt hat und was der Unterschied zu heute ist. Aber in den modernen Büchern findet man hier unten oder auf der ersten Seite Hinweise auf zusätzliches Audiomaterial, also zum Beispiel CDs, MP3-Dateien und so weiter, in denen man die Texte auch gesprochen bekommt. Denn ihr habt ja im Moment gerade keinen Lehrer, der euch die Texte vorspricht. Ja? Übrigens, die Lehrer sind nicht im Urlaub. Das heißt, ihr habt durchaus auch die Möglichkeit, per E-Mail die Lehrer zu kontaktieren und um einen Telefontermin zu bitten. Theoretisch sind die ja auch 7 bis 8 Stunden für die Schüler verfügbar. Skype-Konferenzen, Zoom-Calls und andere Telefonkontakte. Die Schulen können leider keine Videokonferenzen machen, weil die meisten technisch nicht so aufgestellt sind. Aber seht zu, dass wenn es Probleme gibt, aber bitte nur, wenn es Probleme gibt, nicht, dass ihr wegen jedem Schnickschnack jetzt euren Lehrer anruft, sondern tatsächlich, wenn es ein Problem gibt, das ihr alleine zu Hause mit den Eltern nicht gelöst bekommt oder ihr mit euren Kids nicht gelöst bekommt, dann bittet vielleicht erst einen Mitschüler, der ein Crack ist in dem Fach, und ansonsten eine Lehrer um Hilfe. Ich gebe euch aber im Laufe der Videoreihe hier auch noch ein paar Tipps, wo ihr alternativ dann Erklärungen herbekommen könnt. Also, das Erste, was ihr macht, ihr schlagt hinten das Vokabelglossar auf. Das Vokabelverzeichnis, egal in welcher Sprache. Und dann nehmt ihr euch einen Textmarker und lasst eure Kids sämtliche Wörter markieren, die sie auf Anhieb verstehen. Solltet ihr Lehrmittelfreiheit haben, macht einfach Kopien davon. Also hier im Französischen jetzt als Beispiel, da hätten wir das Wort Abonnement. Wir hätten Apricot für Aprikose, ist auch nicht so weit. Absence, absent, absence, absolu, absolut, absorbé, absorbieren. Akademie, Akademie, Absurdité, Absurdität. Oder wir hätten Accessoire, das kennt man auch. Was haben wir noch? Gehen wir mal ein bisschen weiter. Cognac, gut, das muss man nicht kennen. Collaboré, kollaborieren, auch sowas kennen wir. Katalog, Kategorie. Karneval, Karikatur, Karat. Gehen wir noch eins weiter. Manifesté, manifestieren. Ja, Lektüre, Lektüre. Lexik, Lexikon.
und so weiter, Jockey und so weiter und so fort. Das heißt, das Ziel ist erstmal, dass eure Kids merken, wie viel sie überhaupt schon wissen. Immer der Fokus auf das Positive. In der Schule kriegen sie immer mit Rot anmarkiert, was sie alles nicht wissen. Hier geht es darum, erstmal zu klären, was weiß ich schon. Dieses internationale Vokabular, das ich in meinem Lehrbuch habe. Und wenn ihr wollt, könnt ihr zusätzlich noch was holen. Ich habe hier ein visuelles Wörterbuch Französisch. Da sind ganz viele unterschiedliche Themenbereiche drin. Ich werde das alles in den Shownotes verlinken. Ja, das nennt sich Französisch-Deutsch visuelles Wörterbuch. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Und hier habt ihr natürlich die Möglichkeit, jetzt themenspezifisch mit Bildern entsprechend die französischen Vokabeln zu lernen, die eure Kids auch interessieren, weil es ja natürlich darum geht, dass die Kids die Sprache auch anwenden können. Es geht natürlich darum, dass sie die Texte im Buch verstehen. Also, lest euch zusammen erstmal das Vokabelglossar durch. Schaut euch das an und markiert alle Wörter, die der Junior schon kennt oder die Tochter. Und dann geht ihr die verschiedenen Kapitel und Lektionen durch und lest bitte immer laut. Also, Texte laut lesen, um die Sprechhemmung von Anfang an loszuwerden. Und dann nehmt ihr das internationale Vokabular, das ist das Vokabular, das ihr auf Anhieb versteht, egal in welcher Klassenstufe ihr seid oder in welcher Klassenstufe eure Kids sind. Das internationale Vokabular wird auf Anhieb verstanden und nehmt Sätze, die mit ich bin, ich war, ich habe, ich hatte beginnen und das internationale Vokabular wird damit verknüpft, wenn die Kids ganz am Anfang stehen, vielleicht in der Grundschule oder in der 5. Klasse. Im weiteren Verlauf, wenn sie schon ein bisschen weiter sind, dann sorgt dafür, dass ihr viel in die Kommunikation geht. Wenn ihr Leute kennt, die diese Sprache sprechen, vereinbart einmal am Tag, an jedem Tag, an dem ihr euch mit dieser Fremdsprache beschäftigt, im Homeschooling-Prozess, vereinbart einmal an einem solcher Tage ein Gespräch mit dieser Person. Ein kurzes Telefonat von 10 Minuten. Soziale Kontakte gibt es ja auch übers Telefon. Alternativ gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich mit Klassenkameraden zu unterhalten oder über die sozialen Netzwerke sich mit Leuten auszutauschen, die diese Sprache sprechen. Es gibt zum Beispiel eine App, die nennt sich HelloTalk. Da kann man kostenlos Sprachlernpartner finden. Ist auch eine gute Möglichkeit. Ansonsten, wenn ihr einen Text habt, den ihr nicht versteht, hier ein bisschen komplexerer Text, laut lesen, notfalls eine Kopie machen und erstmal alles markieren, was man versteht, um sich dann auf den Fokus zu konzentrieren, auf das, was eben noch nicht ganz klar ist. Das erstmal allgemein zum Lernen von Fremdsprachen, wie man sich einer Fremdsprache nähert. Man richtet den Fokus immer erst auf das Vokabular, das man kennt, aufgrund seiner Muttersprache, auf das internationale Vokabular und auf das laute Lesen. Wie man sich Vokabeln merkt, erkläre ich euch übermorgen. Morgen gibt es ein paar Tipps zum Thema Mathematik. Und wie gesagt, in den Shownotes habe ich noch ein paar Links verknüpft, wie man sich Vokabeln hier über so ein visuelles Wörterbuch beschaffen kann. Das verlinke ich euch alles entsprechend in den Shownotes. Nutzt ansonsten die Gelegenheit, um selbst eure Sprachkenntnisse ein bisschen wieder auf Vordermann zu bringen. Und wenn ihr, das ist noch ein Tipp, wenn ihr zum Beispiel jetzt Französisch als zweite Fremdsprache habt, übersetzt die französischen Texte auch ins Englische, in eure erste Fremdsprache. Egal welche Fremdsprache ihr lernt, sorgt immer dafür, dass ihr in allen Fremdsprachen ungefähr auf demselben Niveau seid. Denn bloß weil man eine Sprache versteht, bedeutet es ja noch lange nicht, dass man sie kann und kennt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen tollen Montag und viel Spaß beim Lernen von Fremdsprachen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Inhalte oder sonst irgendwas, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich habe, wie gesagt, dieses Video hier auf YouTube, auf Facebook, bei meinem Speed Learning Podcast. Und ansonsten, ja, weiterhin tapfer bleiben und wir sind stärker als Corona. Bis dann.